Guten Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge. 7 Days to Die. Road to Neverskane. Road to Neverskane. Und ja, ich bin auf dem Weg nach Hause. Hatte ich ja schon gesagt in der letzten Folge. Wir wollen noch ein bisschen jagen. Das sollte passen. Ich sag ja, ich war ganz gut durch das. Dadurch, dass ich jetzt unterwegs war, habe ich wenig von den Hunden mitbekommen. Man soll den Tag nicht voll im Arm loben. Das ist halt so. Wir haben 17.30 Uhr. Da können natürlich immer noch hier. Da ist da ein Schwein. Da ist ein Schwein. Das nehmen wir uns gleich mal mit. Und Homwes. Habe ich überhaupt Platz? Gut. Leder und Knochen kann ich stacken. Ich will Gras, das kann ich gleich mal. So. So, Raw Meat. Das nehmen wir natürlich mit. Leder schmeißt er daneben. Das finde ich mal gar nicht witzig. Ich muss hier irgendwas ledermäßig irgendwas machen. Ei möchte ich ungern wegschmeißen. Knochen möchte ich auch. Wieso Leder habe ich doch hier? Was ist das? Ach, Animal Fat. Okay. Ich dachte, er schmeißt das Leder weg. Aber es hat ja auch eine andere Form. Ja, schon gut. Ich habe nichts gesagt. So, ist da noch ein Nest? Ne, ist kein Nest. Gut, gehen wir weiter. Wie gesagt, auf dem Weg hier waren ja noch etliche Hirsche. Die können wir uns auch noch über den. Glaube ist noch einer. Ein Schwein. Ich will hoffen, dass die jetzt noch irgendwo auf der Ecke sind, die Hirschis. Dann können wir uns die nämlich dann auch gleich mal ziehen. Oh, ein bisschen Stamina. Wo ist das Schwein? Da ist es. Ah! Oh, das war ein bisschen. Auch echt jetzt? Na also, geht doch. So. Aber Hauptsache erstmal schön Leder mitnehmen, schön Fleisch mitnehmen. So. Ist da noch irgendwas? Hat dich da schon glutet? Ich weiß das gar nicht. So richtig glutet hatte ich da, glaube ich, auch noch nicht. Ist das ein Bär? Ja, ist ein Bär. Lassen wir mal in Ruhe. Ich glaube, mit den Bären werde ich mich erst anlegen, wenn ich ein Crossbow habe. Beziehungsweise auch dementsprechend die Pfeile. Muss ich mir schon aufpassen. Ich habe jetzt natürlich Frischfleisch dabei. Da ist ein Hirsch. Ausgerechnet da hinten ist jetzt ein Hirsch. Oh, ich brauche noch nicht mehr auf den Kopf schießen. Ich brauche noch nicht mehr auf den Kopf schießen. Und schon habe ich hier gleich einen Volltreffer. Mal schnell das Fleisch einsammeln. Oh. Gönn mir doch mal eine Minute. Oho. Ja gut, ehrlich gesagt, wenn ich Zombie wäre, dann würde ich ihm auch keine Minute Zeit gönnen. Oh, ernsthaft. Ah. Was hast du dabei? Auch so ein Puffercode. Ja, lassen wir das mal. Ich brauche den Platz fürs Fleisch. So. So, da tippen wir auch. Ja gut, ich weiß, das mit dem Fett, das ist natürlich nicht ganz... Scheiße, Feder muss ich auch mit haben. Mach mir kein Reloot. Ach komm. Ich weiß, dass es vielleicht LED ist. Gerade so für Pistolen und sowas und Munition. Aber ja. Ja, man muss manchmal Prioritäten setzen. Ich krieg wahrscheinlich schon wieder Mecker. Du hättest das aus dem Inventar nehmen können. Du hättest das aus dem Inventar nehmen können. Ja. Aber um euch das mal so zu erklären, wie ich jetzt zum Beispiel denke. Oh, guck mal, da hinten ist noch ein Hirsch. Den jagen wir uns erstmal. Bevor ich den aus den Augen verliere. Hirschi.
Komm, hier. Och. Jawohl. Hey. Messer. So, fein. Dann zeige ich euch nämlich auch gleich mal, wie ich dann halt so... So denke ich. Meine, gut, die Werkzeugleistung ist, glaube ich, klar. Da brauche ich ein bisschen was von allem. Gut, jetzt ist natürlich das Problem, dass hier meine Werkzeuge hauptsächlich schon kaputt sind. Aber hier zum Beispiel so die Federn. Ich meine, im Prinzip ist da ja nichts bei, was ich wirklich konkret wegschmeißen kann. Ja. Meine, gut, Glas kann man auch drüber streiten. Man kann sich Sand nehmen und das einschmelzen und alles machen. Man kann sich über alles streiten. Also jemand, wie man Prioritäten setzt, ne? Aber LED, einmal LED, ich denke mal, das kann man verschmerzen. Ich glaube, LED ist sowieso erst interessant, wenn man das in einer Mine findet. Weil man davon ja auch ein bisschen mehr braucht. Und wir können jetzt auch Pistolenmunition herstellen. Ich muss mal sehen. Ich glaube, ich hatte... Hatte ich nicht sogar noch ein bisschen... Noch ein bisschen Zeugs? Für eine Pistole? Ja, es ist natürlich dann auch mal schnell zum Opfer gefallen. Ne? Auch gerade so, wenn man am Anfang das Rezept noch nicht so wirklich hat, dann macht es ja auch keinen Sinn. Große Pistolen. Da kommen Hunde. Oh. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Habe ich schon erwähnt? Ha, 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 ha. Das war aber auch keine Sekunde zu spät. Keine Sekunde zu spät. Hätte ich jetzt noch einen Hirsch gefangen. Hätte ich jetzt noch einen Hirsch. Jetzt kommen sie aber auch alle. Hätte ich noch einen Hirsch gefangen, dann hätte ich echt ein Problem gehabt. Na, guck mal, wie die laufen. Welche Richtung war das? In die Richtung sind wir gelaufen. Na ja, gut. Ich weiß ja auch nicht mehr, wonach die gehen, die Hunde. Also wie die jetzt... Wie sie spawnen und welche Richtung sie latschen, das weiß ich nicht. Also wenn da jemand eine Information hat, kann auch sein, dass ich das schon x-mal gefragt habe. Ich wollte... Ich hatte doch auch noch... Ja, guck mal, ich habe sogar noch Pipes. Dann könnte ich sogar... Ich werde mich erstmal entmüllen. Das können wir noch lassen, das können wir lassen. Das schmeißen wir rein. Das lassen wir hier, das lassen wir auch alles hier... Eier können wir gleich noch behalten. Animal Hide lassen wir hier. Basket lassen wir hier. Breast lassen wir hier. Das können wir aber auch gleich mal auseinandernehmen hier. Dann sparen wir gleich ein bisschen Platz. Das nehmen wir auch mal auseinander. Das können wir auseinandernehmen. Die Federn brauchen wir noch. So, dann scrappen wir das. Wir scrappen das. Wir scrappen das. Wir scrappen das. Fleisch. Müssen wir gleich mal gucken. Eier hatten wir doch... Auch nicht hier. Okay, schade. So, Brass schmeißen wir da rein. Steine können wir da reinpacken. Guck mal, hier ein bisschen Lead haben wir auch hier. Also. So, was zu essen ist okay. Das lassen wir hier. Holz machen wir da rein. Was haben wir hier? Da haben wir nichts. Da packen wir dann erstmal das rein. Was wollte ich? Ich wollte doch jetzt mir... Hä? Kann ich daraus kein... Ach nee, okay, kann ja nichts werden. So, Recipes. Nämlich Cooking Grill können wir uns nämlich da schön herstellen. Handlebars, Mini-Bike Handlebars, Mini-Bike Seat. Da können wir nachher gleich mal gucken. Gerade jetzt in der Nacht, es wird ja dann auch gleich schon dunkel, was wir schon herstellen können. Handlebars, aber nicht genug Material für. Was brauchen wir überhaupt? Ach ja, siehst du mal, Duct Tape, Leather haben wir da, Short Iron Pipes haben wir da. Gut, dann würde ich mal sagen, dann können wir auch mal gleich schon mal eine Forge herstellen, wollte ich schon sagen. Gleich was brennen, aber ich habe ja auch nicht so viel Holz, das ist auch doof. Also müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir am kommenden Tag nochmal nach Hause gehen, noch ein bisschen Material horten. Bacon and Eggs. Warum geht das nicht? Ich habe doch Eggs. 2. Kann ich doch 4 Stück machen. Oder wie? Achso, nee. Ich brauche ja einen Cooking Grill.
Ich habe nichts gesagt. So, jetzt können wir es machen. So, davon können wir zwei machen. Ich mach. Das Holz ist weg. Och Mann. Das Holz ist weg. Nur weil ich nicht angedreht habe. So, wir haben 22 Uhr, das ist aber auch. Ein ganz schlechter Zeitpunkt. Ganz, ganz schlechter Zeitpunkt. Dann machen wir mal Grilled draus. Turn on. Wie minus 13? Was ist da denn das für ein Scheiß? Was ist das denn für ein Mist? Minus 13. Was ist das denn für ein Shit? Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde an der Stelle mal reloggen. Haben wir das hier auch das Problem? Ne, da haben wir 0. Ach, guck mal, da haben wir ja sogar noch Holz drin. Sehr gut. Nehmen wir uns da mal die Hälfte weg. Und dann schmeißen wir da auch nochmal ein bisschen was rein. Ach ja, über Nacht aber anmachen ist ja auch doof, ne? Ist ja auch doof. Aber pass mal auf, ich werde mal kurz reloggen. Und dann werde ich mal sehen, ob das immer noch der Fall ist hier bei der Forge. Minus 13, minus 13 Minuten, das kann es ja nicht sein. Also, ja, ich würde sagen, bis gleich. Ups, nee, so natürlich nicht. So, und da bin ich wieder zurück und ich sehe es so, dass ich tatsächlich hier immer noch Minus dran habe. Ich muss aber erstmal das ganze Essen erstmal hier reinschmeißen. Das ist ja richtig ärgerlich. Warum habe ich denn Minus 13? Jetzt sind wir wieder auf Plus. Minus 13. Das ist ja echt ärgerlich. Okay, gut, wir wollten ja gucken, wie es mit dem Minibike aussieht. Mining Helmet? Ach, guck mal, ein Mining Helmet kann man jetzt auch bauen. Forged Iron, Leather und aus Flashlight. Aha. Oho. Das ist ja very interesting. Das ist ja geil. Okay. Gut, wir brauchen Handlebar. Okay, die können wir bauen. Dann brauchen wir Lämpchen. Wir brauchen Scrap Cable. Short Iron Pipe. Duct Tape. Ein Seat brauchen wir. Duct Tape. Leather. Cotton. Und Short Iron Pipe. Auch kein Problem. Gut, das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Was können wir. Dann versuchen wir mal Handlebar. Dafür brauche ich Duct Tape, Leather und Short Iron Pipe. Gut, dann gucken wir mal hier rein. Das bringt nichts. Was brauchten wir? Eine Engine brauchen wir sowieso nachher, das ist klar. Wir brauchen das, wir brauchen Duct Tape. Duct Tape, das reicht locker nicht. Wir brauchen Klebe. Und Klebe machen wir uns aus einem Large Bone. Aus Large Bone meine ich. Und das können wir auch nochmal rausnehmen. Da hatte ich ja schon in der Forge ein bisschen was drin. In der Kiste über der Forge. Das reicht auf keinen Fall. Also Duct Tape müssen wir auf jeden Fall herstellen. Scrap Cable brauchen wir noch. Eine Engine, okay. Natürlich brauchen wir die auch, aber wir bauen das ja auch noch nicht. Ja, weit werde ich damit noch nicht kommen. Duct Tape, Recipes. Eine Handlebar können wir uns auf jeden Fall schon mal basteln. Das werden wir auch mal tun. 2, 2, 10. Na, dann kommen wir eh schon nicht weiter. Dann brauchen wir eh schon wieder Metall. Aber ich will jetzt hier auch noch kein Campfire anschmeißen. Oh, guck mal, schon im Blau. Alter Finne. 4,54. Nicht schlecht. So. 77 Punkte. Ohne Mini-Bike Handlebar können wir uns auch schon craften. Sehr gut, dann machen wir das auch mal. Was wir haben, haben wir. So, 4,55. So, dann brauchen wir nachher noch Mini-Bike-Seed. Dafür brauchen wir Duct Tape, Leather, Cotton, Short Iron Pipe. Bis auf Duct Tape ist eigentlich alles kein Problem. Wir brauchen aber Knochen. Knochen brauchen wir für Kleber. Ich will hier raus. Danke.
Jetzt muss ich mir überlegen, hatte ich hier schon die. Nee, hatte ich nicht. Ah, ich habe natürlich auch im Beaker noch nichts mitgenommen. Okay. Haben wir denn. Da war doch eben Kleber. Da. Glue. Da brauchen wir natürlich noch Large Bone und Bottled Water. Bottled Water. Aber dafür brauchen wir natürlich einen Beaker. Ja, aber es ist kein Problem. Einen Beaker haben wir zu Hause. Also in unserem ehemaligen Zuhause. So, Brass haben wir da. Dann machen wir uns auch mal ein bisschen leer, damit wir dann am kommenden Tag dann auch gleich mal nach Hause latschen können. So, 14 Bones haben wir. Das heißt, es geht jetzt mal tatsächlich daran, Bones zu sammeln. Ja, das ist natürlich so. Das ist natürlich der Punkt, an dem man sich wünschte, man hätte schon mehr Bones gesammelt. Aber ist auch kein Problem. Ist ja kein Problem. Wir kriegen das ja hin und 14 Bones ist ja schon gar nicht so verkehrt. Ich muss was essen. Wie schaut es eigentlich aus? 50%. Ja, okay. Ich glaube, da kommen wir ganz gut mit über die Nacht. Benzin haben wir noch da. Wir könnten natürlich. Pfeile. Pfeile. Ich weiß auch gar nicht, was wir noch an der alten Basis noch alles haben an Material, was wir da noch brauchen können. Ja. So, und da hatten wir noch Eisen und das können wir dann auch nochmal anfeuern. Da ist eh kaum noch was. Da ist auch gar nichts. Ich würde mal sagen, können wir auch gleich das Brass hier vorne mal einschmelzen. Ja, wir brauchen noch etliches. Hatten wir eine Schaufel? Hatten wir wahrscheinlich auch noch in der alten Basis. Ups. Ein Bier, ja, gut, kann man machen, aber ich glaube, das Bier, das schmeiße ich mir erstmal in die Futterkiste. Beziehungsweise, wir können hier ja schon mal sortieren. Dann machen wir hier nämlich uns die Futterkiste hin. Da die Ressourcen hin. Und dann machen wir uns hier dann die Getränkekiste hin. Haben wir hier eigentlich schon Seeds? Nee, aber wir haben die. Gardening Hoe, die können wir dann schon mal missbrauchen. Ach, wir haben noch so viel auf der Liste. Noch so viel auf der Liste, was wir noch machen müssen. Ein Beet anlegen, damit wir da so ein bisschen was anpflanzen können. Ah, so Waffen werde ich mal hier unten schon mal wegsortieren. Pistol Parts, das ist Hunting Rifle, das packen wir dahin. Shotgun Stock, ja gut, die brauchen wir eh nicht. Also ich werde mir keine abgesägte Schrotflinte basteln. Komme, was wolle. So, was packen wir dahin? Das können wir eigentlich auch. Ja gut, packen wir erstmal dahin. Ich weiß auch gar nicht, was macht man eigentlich aus den Springs? Das will ich mal gleich mal gucken. Recipes. Daraus macht man ein altes Bett, ein Blunderbuss, ein Gun Safe, ein Iron Desk kann man daraus machen, ein King-Sized-Bett, eine Wall Door und eine Walled Hatch. Dafür brauchen wir noch Steel, was wir nicht gelernt haben. Na. Okay, dann wissen wir das auch. Also momentan noch nicht so wirklich interessant. So, Stoff, Glas haben wir schön da. Gut, das ist alles das Glumpe hier. Das können wir auch mal mit in die Forge schmeißen. Das können wir auch mal mit in die Forge schmeißen. Bullet Casings. Okay, da könnte man jetzt schon 9 mm draus machen, wenn wir die Ressourcen dafür hätten. Aber nein, ist ja nicht. So, und da können wir schon Forged Material reinpacken. Wollen wir hier Glas reinschmeißen? Können wir machen. Und da war ja noch Iron und Lump of Clay. Ja gut, dann schmeißen wir Glas erstmal hier rein. Eine Waffenkiste. Ja, gut, kann man machen. Wir müssen uns eh nochmal separat sortieren. Das ist jetzt eigentlich auch eher zum Entmüllen gedacht hier. Und wir haben 2:24 Uhr. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal von euch verabschieden. So viel kann ich nämlich jetzt gar nicht mehr machen. Und ich möchte in der Nacht nicht so viel Lärm machen. Was ich nochmal machen könnte, ich könnte eigentlich nochmal die Tools nochmal hier lassen, weil da kann ich eh nichts mitmachen. Die muss ich nachher reparieren.
reparieren. Obwohl, doch, die nehme ich mit. Pack mir die aber erstmal ins Inventar. Dann kann ich sie nachher in der alten Basis reparieren. Die Stone Axe nehme ich erstmal mit. Wooden Bow, das nehmen wir auch noch mit. Die Wrench nehmen wir mit. Das lasse ich erstmal hier. Die Iron Pickaxe lassen wir auch erstmal nochmal hier. Chlorhammer lassen wir da. Ein Beet, würde ich sagen, legen wir uns an, wenn die 14er Horde durch ist. Da müssen wir nämlich auf jeden Fall in der nächsten Folge noch ordentlich was machen, ordentlich Spikes machen. Und noch zusehen, dass wir den Eingangsbereich absichern, dass da die Viecher zwar vielleicht reinkommen können, aber dass sie dann auch einen zeitigen Tod finden. Da müssen wir also im Erdgeschoss noch einiges machen. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Durchhalten. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann, dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die, Road to Neverskane wieder. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.